Ja, meine Damen und Herren, Sie werden trotzdem einen dreigeteilten Bericht der Sprecher ertragen müssen. Herr Adam ist der Meister der Konzentration. Ich werde seine Punkte ein wenig aufgreifen und Bernd wird als Spezialist das Ganze vollenden. Meine Damen und Herren, wie entsteht eine neue Partei? Das haben wir uns 2013 am 20. Januar gefragt und inzwischen wissen wir es. Wir wissen aber auch, dass das Entstehen einer Partei eben nicht per se auf Knopfdruck und im Handumdrehen geht. Überall da, wo man Menschen bewegen möchte, braucht man Zeit. Und das gilt nicht nur für Wähler, für Bürger, sondern das gilt selbstverständlich auch für die Mitglieder in den eigenen Strukturen. Das haben wir in den letzten 2,5 Jahren manchmal auch leidvoll feststellen müssen. Wir haben uns an die Öffentlichkeit gewandt mit Themen, vor allem mit einem Thema, das damals der Tabubrecher schlechthin war, das habe ich heute Morgen schon erwähnt. Aber es waren ja immer mehr als nur die Themen von Eurokritik und EU-Kritik. Wir haben schon damals massive Demokratiekritik geübt, wir haben Volksentscheide auf Bundesebene gefordert und nur um einige Themen zu nennen, waren damals das Thema einer wirklichen Familienpolitik, eine transparente Steuerpolitik und die Forderung einer strikten Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht unsere originären Themen, für die die Mitglieder in diese Partei eingetreten sind. Wir alle wurden häufig gefragt, warum wir die AfD gegründet haben. Und nachdem es beim Euro ja zwischendurch etwas ruhiger aussah, hieß es doch, es braucht die AfD ja vielleicht gar nicht mehr. Mein Eindruck war, dass die große Mehrzahl der Mitglieder zwar auch wegen des Euro eingetreten ist oder wegen der Kritik an dieser Währung, aber dass dies immer nur ein Teil der Wahrheit war und dass viele von uns das Euro-Währungssystem oder die erstarrte Harmonisierungs-EU nur Symptome einer viel tiefer gehenden Demokratiekrise sind, die wir mit dieser Partei politisch angehen wollen. Wohlgemerkt greifen wir dabei Themen auf, die in der Tat auf der politischen Straße liegen. Und es klang heute schon einmal an, gerade kleine Parteien, und da ist die AfD nicht alleine, können nur schlecht eigenes Agenda-Setting betreiben. Also wir können meistens nur schlecht unsere eigenen Themen so in die Öffentlichkeit bringen, dass sie von allen Medien aufgegriffen werden. Wir müssen uns zwangsläufig der politisch aktuellen Themen bedienen und müssen diese dann hoffentlich konstruktiv, aber auch kontrovers in der Öffentlichkeit diskutieren. Das mussten wir auch lernen in diesen 2,5 Jahren, den Umgang mit den Medien. Und Sie wissen, das fiel uns nicht leicht. Und da gab es Parteitage ohne Medien, da gab es Parteitage mit Medien. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt und haben gelernt, hoffentlich viel öfter noch, mit Medien professionell umzugehen. Denn wir wissen, ohne Medien können wir unsere Ideen nicht transportieren. Und dass wir dabei häufig missverstanden werden, uns missverstanden fühlen, dass wir wichtige Dinge mehrfach sagen müssen, das sind Erkenntnisse, die inzwischen auf allen Ebenen angekommen sind. Im Kern heißt das, wir mussten lernen, politikfähig zu werden oder, obwohl das in der AfD manchmal schon fast wie ein Schimpfwort klang, wir mussten uns entscheiden, ob wir Politiker werden wollen. Und ich denke, wenn wir Politik bewegen wollen, dann kommen wir an dieser Schwelle nicht vorbei, dann müssen wir Politiker werden. Warum betone ich das? Weil es immer wieder AfD-Mitglieder gibt, auch Vorstände, die sagen, man möchte gar kein Politiker sein. Das kann man gern machen, das ist selbstverständlich eine legitime persönliche Entscheidung. Ich glaube aber, dass Politiker zu sein aus Überzeugung, mit Herzblut, aus Berufung und nicht primär wegen der finanziellen Vergünstigungen, die es zweifelsohne gibt, das ist die Aufgabe eines jeden zu entscheiden. Und die, die damit ein Problem haben, müssen sich fragen, ob sie mit ihren eigenen Ambitionen ehrlich umgehen. Es klang gerade schon bei Herrn Adam an. Wir fragen uns heute, ist die AfD eine Protestpartei? Ist sie mehr als das? Was wird sie in 5, was wird sie in 10 Jahren sein? Und natürlich wurden wir gegründet, haben wir uns gegründet aus Protest zu anderen Parteien. Denn anders können doch neue politische Bewegungen gar nicht entstehen, wenn nicht in Abgrenzung zu anderen Parteien. Das muss uns allen klar sein und deswegen sollten wir aufhören, das Wort Protestpartei intern als Kampfbegriff zu verwenden. Applaus
Vielleicht auch noch ein Wort zur Opposition. Da schwirrten in den vergangenen Monaten immer wieder Diskussionen durch den Raum. Wir seien vielleicht, oder Teile der AfD seien eine fundamentale Opposition. Nun kann man die Politikwissenschaftler befragen und lernt dabei, dass Fundamentalopposition diejenigen sind, die gar nicht vorhaben, sich in Parlamenten zu betätigen, so wie wir das die Grünen zum Beispiel am Anfang einmal getan haben. Tatsächlich kenne ich niemanden in der AfD, der nicht vorhatte, den Weg über die Parlamente zu gehen, um Mehrheiten zu erringen. Das heißt, die AfD war nie eine Partei der Fundamentalopposition. Wir waren immer schon eine Partei, die im bestehenden politischen System Mehrheiten verändern und eigene Mehrheiten erringen wollte. Anstrengend war, ist und bleibt diese politische Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen. Und deswegen möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen und stellvertretend Ihnen für die anderen 18.000 Mitglieder und Förderer meinen Dank auszusprechen, denn Sie alle haben auch Leidensfähigkeit bewiesen an Wahlkampfständen, beim Unterschriftensammeln oder wo immer Sie sonst für die AfD gekämpft haben. Nun ist nicht jeder von uns von Hause aus mit einem dicken Fell und einer großen Fähigkeit zum Leiden ausgestattet. Das sollte man nicht kritisieren. Tatsache ist aber, dass die Mehrheit unserer Mitglieder wahre Überzeugungstäter sind, die tatsächlich die Politik der AfD aus innerer Überzeugung vertreten. Darauf können wir stolz sein und deswegen sind unsere Diskussionsrunden eben politisch lebendig und nicht tot wie bei den etablierten Parteien. Was hat das nun mit dem Vorstand zu tun? Wir haben zwei Bundesvorstände bisher gehabt. Wir haben aus diesen Bundesvorständen Mitglieder verloren, aus verschiedenen Gründen. Ja, auch weil man diversen Mitgliedern die berufliche Tätigkeit erschwert hat und sie, um ihre Lebensgrundlage zu erhalten, dann das Mandat im Vorstand eher beendet haben. Das zeigt, wie vergiftet das politische Klima in unserem Land ist, wenn man sich für eine neue Partei wie die AfD engagiert. Und das ist ein Grund, an dieser Stelle mutig zu bleiben, auch wenn ich diesen Mitgliedern trotzdem hohen Respekt zolle, dass sie zumindest eine Zeit lang ihre Arbeit hier getätigt haben. Wir sind aber an einer Schwelle zur Professionalisierung, die ja auch schon in Bremen zu Recht beschworen wurde, die uns eines sagt. Die ersten beiden Vorstände waren mit Ausnahme einiger Vorstandsmitglieder im Wesentlichen Verwaltungsvorstände, so wie die Vorstände auf Kreisebene, Bezirksebene und auch oft auf Landesebene funktionieren, weil uns professionelle Strukturen immer noch an einigen Stellen fehlen. 2013 hatten wir die gar nicht, wir hatten keine Bundesgeschäftsstelle, wir hatten keine Landesverbände, wir hatten keine Kreisverbände und haben die innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Inzwischen haben wir auch zwei Generationen Bundesgeschäftsführer hinter uns. Ob das jetzt etwas ist, womit wir uns schmücken können, muss jeder von Ihnen selbst entscheiden. Nun brauchen wir aber, meine Damen und Herren, nun brauchen wir einen Vorstand der politischen Köpfe und der politischen Konzepte. Und wenn ich das sage, dann beinhaltet das den Wunsch, dass diese Personen auch mit einem politischen Rückgrat ausgestattet sein mögen, denn das werden sie in der Öffentlichkeit bitter brauchen. Schauen wir auf die rein zahlenmäßige Entwicklung der AfD, dann wissen Sie, wir haben derzeit ca. 22.000 Mitglieder und Förderer. Wir haben allerdings auch, und das ist die schmerzliche Seite, seit 2013 ca. 5.000 Mitglieder verloren. Das heißt, wir haben Ein- und Austritte in signifikanter Zahl. Wir haben aber bereits in den ersten Monaten und auch nach der Bundestagswahl, vielleicht auch ob der Enttäuschung über den Nichteinzug in den Deutschen Bundestag, viele Mitglieder verloren. Fragt man diese Mitglieder und diese ehemaligen Mitglieder, dann haben natürlich das Ausscheiden oftmals vielerlei Gründe. Ob es die eigenen Ambitionen sind, die sie nicht erfüllt haben, und insofern können wir froh sein, in Klammern vielleicht, dass wir es 2013 nicht in den Bundestag geschafft haben, um uns noch einmal zu besinnen. Wir stellen aber auch fest, dass schon früh, spätestens seit Mitte 2014, viele Mitglieder den Glauben an die alternative Kraft dieser Partei begannen zu verlieren.
Und das lag natürlich bereits damals an den sich entwickelnden Streitigkeiten, die aber, meine Damen und Herren, in jungen Parteien nicht unnormal sind. Deswegen sollten wir sie als das nehmen, was sie sind, die Geburtswehen einer neuen politischen und hoffentlich sehr alt werdenden Partei. Und wenn ich nun sage, dass ich insgesamt sehr, sehr stolz auf das bin, was wir alle gemeinsam erreicht haben, dann müssen wir dabei trotzdem ein bisschen Selbstkritik üben, die tut uns gut. Denn 4,7% bei der Bundestagswahl im September 2013 haben wir erreicht, bei gerade einmal geschätzten 50% Bekanntheitsgrad in der deutschen Öffentlichkeit. Dieser schnellte nach der Bundestagswahl auf ca. 80%. Und dennoch haben wir es nicht geschafft, obwohl die Themen auf der Straße lagen, bei der Europawahl wesentlich mehr als 7% zu erzielen. Und das zu einem Zeitpunkt, als die Partei bereits einen Bekanntheitsgrad von statistisch ca. 80-90% hatte. Das heißt, wir haben genau genommen, obwohl die Europawahl unsere Kernthemen berührt hat, EU-Kritik, Euro-Kritik, Subsidiaritätsprinzip, gerade nicht signifikant dazu gewonnen, sondern wir sind, wenn ich es in ein Bild packen will, als politisches Fahrzeug ein bisschen ausgerollt und haben es trotzdem relativ bequem ins Europaparlament geschafft. Das heißt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir überlegen, wie wir das bewerkstelligen können. Und da greife ich gerne noch einmal auf, was ich heute Morgen gesagt habe. Wir kommen nicht umhin, im politischen Alltag immer wieder Themen so deutlich zu bedienen, dass wir neben den großen Parteien gehört werden. Wenn man keinen eigenen Medienkanal hat, wie viele große Parteien, Beteiligung an Tageszeitungen und anderen Medien, dann muss man möglichst der Erste sein, der ein Thema bedient, und man muss dabei bleiben und darf nicht zurückschrecken, wenn der Gegenwind rauer wird. Und dies gilt für Themen wie die Auflösung des Euro-Währungssystems oder die Kritik an der Europäischen Union, genauso wie für Themen einer ausgeglichenen Außenpolitik im Herzen Europas, die Russland mit einbezieht, die sich kritisch zu Sanktionen äußert und auch kritisch dazu äußert, wenn es massive Integrationsprobleme gibt aufgrund der Tatsache, dass eine Religion wie der Islam nun mal ein Staatsverständnis transportieren, das uns in Mitteleuropa nun völlig fremd ist und das mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar ist. Meine Damen und Herren, warum haben wir das nicht in der uns ansonsten stringenten Art geschafft? Denn ich glaube, dass die AfD keine Piratenpartei ist. Das haben wir nicht nur heute bewiesen, das haben wir mehrfach bewiesen. Und ich glaube, wir werden auch dabei bleiben. Wir haben es nicht geschafft, meiner Ansicht nach, weil wir auf Bundesebene, und die Kritik, in die schließe ich mich selbst mit ein, zu wenig an Strategie gearbeitet haben. Diese Partei hat auf Bundesebene gerade einmal 2 Strategiegespräche seit 2013 erlebt und das auch nicht im großen Kreis. Und nur eine einzige Bundesvorstandsprogrammklausur im November 2014. Das war zu wenig und das müssen wir nach der Vorstandsneuwahl dringend und schnell ändern. Schauen wir, wo wir die politische Debatte bewegt haben, dann wissen wir, Euro und EU sind die Themen, wo wir wirklich gepunktet haben und wo wir ganz getrost sagen können, dass wir das Original sind und die CDU und andere die billige Kopie. Nun müssen wir aufpassen, dass uns das bei Themen wie einer aktiven Familienpolitik oder einer innovativen Einwanderungspolitik, einer Trennung von Asyl und Einwanderung ebenso gelingt. Und wenn ich merke, wenn ich lese, wie vor einigen Monaten in der Welt, dass nun plötzlich die CDU von aktiver Bevölkerungspolitik spricht, nachdem im Bundesvorstand unserer eigenen Partei diese Kombination von Termini als zu rechts galt, dann kann ich nur sagen, da hat uns offenbar zu früh der Mut verlassen und wir sollten ihn schnellstens wiederfinden.
das schaffen wir dann, wenn wir mit den führenden politischen Köpfen strategisch vorgehen. Und da ist es völlig normal, dass einer vorprescht und der andere den Vorstandskollegen gegebenenfalls auch medial wieder sanft zurückpfeift. Das kann funktionieren. Und wenn ich daran denke, wie unabgestimmt wir im Rahmen der Pegida-Demonstrationen agiert haben, im Osten und im Westen, ich nenne jetzt keine Vertreter, aber Sie wissen alle, wen ich meine, dann sage ich, hätten wir auch das Thema vielmehr noch zu einem Erfolg für diese Partei machen können, ohne sich mit allem einverstanden zu erklären, was Bürger auf der Straße fordern, aber endlich anzuerkennen, dass es diese Bürger sind, für die wir primär Politik machen wollen. Von Einzelpersonen gemacht. Und wenn diese Einzelpersonen eine große Menge an Menschen repräsentieren, dann können diejenigen, die repräsentiert sein wollen, zu Recht auch ärgerlich sein. Ich nehme mich da nicht aus. Sie wissen, dass ich bei den Äußerungen zum Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts voreilig und offensichtlich auch unüberlegt kommentiert habe. Ich habe das später korrigiert, aber Sie dürfen es mir gerne als Fehler anschreiben. Diese Fehler sind auch auf anderer Ebene passiert und ich hoffe, dass diejenigen, die ihnen passiert sind, ebenfalls die Offenheit besitzen werden, diese zuzugeben. Tatsache ist, dass wir als Partei überlegen müssen, und das ist eine Frage an die generelle politische Öffentlichkeit, ob uns Politiker lieber sind, die immer alles richtig machen, oder immer Recht haben oder diejenigen, die bereit sind, auch ab und zu mal einen Fehler zuzugeben, wenn er passiert ist. Glaubt man Geschichtsschreibern, dann leidet die gesamte Geschichte der Menschheit daran, dass Menschen zu wenig Fehler zugeben können. Ich möchte den Streit heute nicht wieder aufleben lassen. Wir sind uns einig, dass er uns gelähmt hat, gelähmt über alle Ebenen. Auch das haben wir heute schon gehört. Und wenn wir anfangen müssen, formal juristisch zu agieren, über Schiedsgerichte, Untersuchungskommissionen und viele andere Instrumente mehr, die eine rechtsstaatliche Partei hat, dann heißt das eigentlich nur, dass wir den politischen Diskurs, die politische Ebene schon lange verlassen haben. Und das, meine Damen und Herren, ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Diskussionskultur in der eigenen Partei. Das ist meiner Ansicht nach umso problematischer, weil ja viele von uns, nicht alle, aber viele von uns, sich auch zu einem christlichen Weltbild bekennen. Moral, unchristliches Menschenbild hochhalten, und wir feststellen müssen, dass selbst nicht immer jeder diesen Ansprüchen genügen kann. Wohlgemerkt, jeder macht Fehler, aber meine Damen und Herren, dem sollte das Eingeständnis folgen, dass jeder sich auch einmal selbst etwas vorzuwerfen hat. Was folgt daraus? Wie wollen wir weitermachen? Wie soll die Entwicklung der AfD nach diesem Parteitag aussehen, damit wir in 2 Jahren dann hoffentlich auf noch viel positivere Art und Weise über die Entwicklung der AfD berichten können? Ich möchte das aufteilen in 2 Bereiche, nämlich den menschlichen Aspekt und den politischen Aspekt, weil wir wissen, beide sind nicht voneinander zu trennen. Politik wird nun einmal über politische Köpfe und damit Menschen transportiert. Zu glauben, man könne diese beiden Ebenen voneinander entkoppeln, heißt Politik auch nicht zu verstehen. Aber menschlich erwarte ich von allen, die heute zur Wahl antreten, dass sie bereit sind, mit allen anderen Gewählten zusammenzuarbeiten und selbstverständlich wäre es auch für mich selbst. Jeder, der antritt, muss sich dabei klar machen, dass es nicht das Ziel sein kann, geliebt zu werden, weder von den eigenen Mitgliedern, das ist schön, aber auch nicht nötig, aber schon gar nicht von der politischen oder deutschen Öffentlichkeit. Und für mich ganz wichtig, jeder, der für diesen Vorstand antritt, dem muss klar sein, dass er ab heute auch die Aufgabe hat, sich vor die eigenen Leute zu stellen. Das heißt, vor die eigenen Mitglieder und vor die eigenen Mitglieder.
Das heißt nicht, dass Kritik damit unmöglich wird, nur um das klarzustellen. Aber bevor ich jemanden öffentlich kritisiere, sage ich es ihm persönlich. Dass wir uns nicht einig sind, das habe ich erwartet. Aber das gehört auch zur Kontroverse dazu, oder nicht? Positiv gesehen heißt das, wir haben noch lange nicht das Optimum erreicht, das diese Partei erreichen kann. Wir haben noch viel zu wenig aus dem Umstand geschöpft, dass Liberale und Konservative sich derzeit sehr, sehr einig sind in ihrer Staatskritik. Davon müssen wir weiter profitieren und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass unser programmatischer Konsens auf dem Programmparteitag, wann immer er stattfinden wird, sich manifestieren wird und dass wir genug Gemeinsamkeiten für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für die nächsten zwei Jahrzehnte haben werden und es deswegen ganz ohne Probleme weiterhin eine liberal-konservative Partei nennen können, für kleine und für große Bürger. Ziel muss es sein, das ist meine feste Überzeugung, eigene Mehrheiten zu erringen und nicht ein kleiner Mehrheitsbeschaffer für die etablierten Parteien zu sein. Unsere Aufgabe nach dem Essener Parteitag besteht in dem erfolgreichen Abschneiden bei Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl spätestens 2017. Meine Damen und Herren, helfen Sie dabei mit, dass die Alternative für Deutschland eine mutige und tatsächlich echte Alternative für Deutschland bleibt. Herzlichen Dank. Oh.